Ihr kennt das sicher auch. Ihr wollt die letzten Sonnenstrahlen der Saison genießen, aber euer ach so toller Fahrradsitz macht euch einfach einen Strich durch die Rechnung. Mit seiner Bequemlichkeit zwingt er dich zu, naja, ungeplanten Pausen. Aber immerhin werde ich sonst diese Bank hier entdecken sollen. Ich hätte doch lieber zu Hause bleiben sollen. Aber wir wären ja nicht Gadgets Powered by PowerUnity, wenn wir nicht noch ein Ass im Ärmel hätten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Gadgets Powered by PowerUnity. Wir freuen uns, dass ihr uns auch diesmal wieder in den Weiten des Internets gefunden habt. Wie ihr gesehen habt, ist das Biken eigentlich in den letzten Jahren deutlich angenehmer geworden. Die Bikes sind viel moderner geworden. Der Fahrradsattel allerdings scheint weiterhin nur der Optik zu dienen. Da wir uns damit aber nicht zufrieden geben, zeigen wir euch heute unsere ganz eigene Lösung für dieses Problem. Also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Obwohl wir mal wieder eine so gute Konstruktion hatten, müssen wir die wohl wieder mal überdenken. Aber wir wären ja nicht Gadgets Powered by PowerUnity, wenn wir nicht noch ein Ass im Ärmel hätten. Und zwar den komplett ergonomischen Sitz von SQ-Lab. Lasst uns mal mit der Montage beginnen. Wie ihr seht, ist die Montage des Sattels ganz einfach. Hier wird es lediglich geklemmt und mit einer Schraube arretiert. Und hier wird lediglich das Rohr in den Rahmen gesteckt und mit einem simplen Handgriff arretiert. Doch warum ist dieser Sattel nun besser als die Sättel der Konkurrenz? Ganz einfach. SQ-Lab hat dieses System zur Vermessung der Sitzknochen. Und damit erhält man die optimale Sattelbreite. Denn ein Sattel muss passen. Wie ein paar Schuhe. Okay, gut. Doch wie funktioniert diese Sitzknochenvermessung nun genau? Im Prinzip ganz einfach. Mit dieser mitgelieferten Anleitung. Ihr legt die beigelegten Kartonstücke einfach auf eine glatte Oberfläche und setzt euch mit aufrechtem Rücken darauf. Anschließend müsst ihr nur noch den Abstand der Vertiefungen messen, mit diesem Lineal. Bei mir sind das genau 12 cm und je nach Sitzposition addiere ich noch in meinem Fall 2 cm hinzu und komme so auf meine optimale Sattelbreite. Soweit so gut. Doch bietet mir das System wirklich einen Mehrwert? Seht selbst. Wie man sieht, mit dem Sattel von SQ-Lab ist das Fahrradfahren viel, viel bequemer. Da kann ehrlich gesagt nicht einmal unsere eigene Erfindung mithalten. Ein durchaus schönes Gadget, aber völlig nutzlos, wenn euer E-Bike nicht mehr da ist. Deshalb Bike Tracks von PowerUnity.